Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. In diesem Video soll es mal um die Top 3 Farm Locations gehen für die verschiedenen Waffenherausforderungen. Damit schaltest du dir wirklich eine Menge Punkte frei. Du siehst, ich befinde mich hier schon ganz griffig im Shop und bin hier schon auf Einkaufstour, unter anderem den Raketenwerfer, die Gürteltaschen, die verschiedenen Münzen und so weiter und so fort. Natürlich essentiell wichtig, wenn du hier das Spiel auf Albtraum bzw. auch auf Inferno beenden möchtest, sollten diese Items definitiv bei dir nicht fehlen. Wir schauen uns jetzt hier die Top 3 Locations an und los geht's. Okay, jetzt fängt der Spaß richtig an. So, hier haben wir auch schon die erste Farm Location. Wir befinden uns hier im U-Bahn-Tunnel, perfekt für zwei Waffen geeignet. Einmal für die Flinte und zum anderen für den Granatwerfer. Ich werde jetzt hier auch gleich nochmal ganz kurz auf das Prozedere eingehen. Erstmal vorab, hier sind 6 Gegner. Der ist schon tot, der wird auch nicht mehr zählen bzw. nicht mehr aufstehen. Hier links sind dann 2 Gegner. Hier ist noch ein Gegner. Und dann geht es jetzt hier gleich die Treppe hoch, da befinden sich dann nochmal 3 weitere Gegner. Also wirklich hier perfekt für die Flinte und für den Granatwerfer geeignet. Kannst du dir hier eine Menge Punkte erspielen für den Shop, für die verschiedenen Items, die du dir dann kaufen kannst. Das Prozedere wirklich ganz einfach. Du legst dir hier vor kurz einen Speicherpunkt an. Hier befindet sich ja direkt eine Schreibmaschine an der Location. Dann killst du die 6 Gegner, dann gehst du ganz einfach auf Spiel laden. Ja, lädst den Speicherpunkt nochmal und wiederholst das Ganze. Kannst das Ganze immer nochmal in dem Herausforderungsmenü dann überprüfen. Ja, die verschiedenen Sachen für die Flinte bzw. auch für den Granatwerfer werden dann jeweils um 6 ansteigen. Ich glaube, für die Flinte brauchst du einmal 100 und einmal 130. Und für den Granatwerfer, meine ich, sind es 80 und dann nochmal einmal abschließend 120. Also das Ganze geht hier wirklich relativ fix mit diesen 6 Gegnern. Wie gesagt, perfekt, dass hier eine Schreibmaschine in der Nähe ist. Du musst nicht mehr großartig hinlaufen oder ähnliches. Kannst direkt immer wieder laden, dir immer wieder diese 6 Gegner-Kills hier farmen. Deshalb ist mit den beiden Waffen das Ganze ganz schnell erledigt. Das war auf jeden Fall hier Top-Location Nummer 1. Ja, zu der zweiten Location, denke ich, muss ich nicht viel sagen. Die Stelle mit Carlos, auch hier direkt eine Schreibmaschine. Perfekt geeignet natürlich für das Sturmgewehr und für die normale Pistole. Du farmst die hier immer pro Runde so um die 30 Kills ein, würde ich sagen. Ganz wichtig natürlich zu beachten, sammle dir nicht den Zünder ein. Das Ganze triggert dann ja das Fortfahren letztendlich der Mission. Aber hier, denke ich, gerade fürs Sturmgewehr und für die Pistole gibt es wirklich keine bessere Location. So, hier sind wir jetzt bei der dritten Top-Location, auch wieder eine Schreibmaschine natürlich, direkt in der Nähe, brauchst du nur 1-2 Sekunden, um hier hinzulaufen. Hier eine Top-Location für die Magnum aus meiner Sicht. Warum ist das Ganze so? Die Magnum bekommst du natürlich erst sehr spät im Spielverlauf, 2-3 Minuten vor dieser Position hier. Ich werde dir das Ganze auch nochmal verlinken, falls du nicht weißt, wo man die Magnum findet, schau in der Videobeschreibung nach, da ist das Video dann nochmal zu der Magnum, wirst du das Ganze nochmal finden. Hier habe ich mich für diesen kleinen Rundlauf entschieden. Hier farmst du immer so, ja, 8 bis 11 Kills mit der Magnum. Du brauchst auch nicht ganz so viele Abschüsse mit der Magnum. Für die zweite Herausforderung sind es dann nur 80 Stück. Für die erste Herausforderung, glaube ich, sogar deutlich weniger. Ich glaube sogar nur 20. Auch da schaltest du dir wieder eine Menge Punkte für den Shop frei. Ja, eine Location hier für die Magnum zu finden, natürlich nicht ganz so einfach, weil du sie erst, wie gesagt, sehr spät im Spielverlauf findest. Aber ich denke, hier dieser kleine Rundgang, während du die Sicherungen sammelst, sehr gut dafür geeignet. Hier wirklich eine Menge an Gegnern innerhalb kürzester Zeit. Ich lasse den kompletten Durchgang hier zu den Sicherungen nochmal laufen, dann kannst du dir das Ganze nochmal anschauen. Ich werde mich hier aber an der Stelle schon mal ausklinken. Ja, ich hoffe, das Video gefällt dir, beziehungsweise hat dir gefallen und hilft dir vor allen Dingen weiter hier beim Farm für die verschiedenen Waffenherausforderungen. Das war's von mir. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald. Und tschüss.
Okay, das war's.